Mit der Umsetzung des Generationenprojekts V-Bahn zeigen die Jungfraubahnen ihr Faible für zukunftsträchtige Ideen. Der Entscheid der Berner Oberlandbahn für unsere Iltis-Leittechnik in der Cloud ist die logische Konsequenz. Mit der Digitalisierung im Schienenverkehr vernetzen sich Bahnsysteme immer stärker miteinander. Um den hohen Verfügbarkeitsanforderungen gerecht zu werden, liegt ein Hauptaugenmerk bei der IT-Security. Leittechniksystem ohne permanente IT-Sicherheitspflege zu betreiben, ist heute unverantwortlich. Die daraus resultierenden kurzen Update-Zyklen führen zu ständig steigenden Kosten. Siemens Mobility hat sich der Herausforderung gestellt. Mit Iltis as a Service bieten wir unseren Kunden eine höchst verfügbare, georedundante Leittechniklösung, welche in enger Abstimmung mit dem BAV entwickelt wurde. Die Iltis Leittechnik von Siemens Mobility ist bei uns seit 2008 erfolgreich im Einsatz. Im April 2019 haben wir auf die Cloud-Lösung ILAS migriert. Seither läuft die Technik ohne eine einzige Störung. ILAS läuft über zwei geografisch unabhängige Datenzentren, die über hochverfügbare VPN-Tunnel miteinander verbunden sind. Kryptoboxen schützen das System zusätzlich vor Cyberattacken. Jede Anlage ist bis zum jeweiligen Server georedundant geroutet. Dadurch ergibt sich eine praktisch hundertprozentige Verfügbarkeit. Unsere Iltis-Arbeitsplätze sind immer noch in der Leitstelle. Nur das Herz vom System, die Rechner, stehen in Schweizer Datenzentren. Updates und Störungen werden von dort aus unverzüglich dirigiert und behoben. Mit einer jährlichen Pauschale sind all diese Unterhaltsarbeiten abgegolten. Ab 2021 lagern wir die Redundanz ebenfalls aus. Ab dann laufen bei uns nur noch Bildschirmrechner sowie die Rechner für die Anbindung an unser Stellwerk. Wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam mit der BOB und zahlreichen anderen Kunden dieses zukunftsweisende Konzept realisieren dürfen. Iltis as a Service ist die Plattform, um zusätzliche Services rasch ausrollen zu können.